Hallo und herzlich willkommen aus Speyer und zu einem neuen Vlog natürlich. Gestern war ich schon in Speyer gewesen, musste noch was erledigen, aber jetzt bin ich noch mal hier in Speyer, weil gestern war ich ja noch in Karlsruhe danach. Und jetzt schauen wir mal, was am Ostermontag hier in Speyer wunderschönes abgeht. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal die Bayernwippe von Schulz. Das kostet eine Fahrt 4 Euro. Schöne thematisierte Hüpfer. Tolle Musik. Seit er jetzt einen Jumper weg hat, ist er jetzt nur noch mit dem Bayernwippe unterwegs. Was für ein Jumper noch los ist, weiß ich jetzt nicht. Aber mit der Bayernwippe ist er arg gut bereichert. Dann haben wir als nächstes den Autoscooter von Roskopf. Also den kann man schon hier nicht dann wegbringen. Er ist ja hier Stammbeschicker. Mit der normalen Jason. So Laser am Start. Sehe ich gerade wieder, ja, doch die anscheinend drin lassen. Die kleinen großen Scheißer, die 2 Watt Laser. War schön sicher. Aber ich bin mal gespannt, wann die Laser von Frank vorbeikommen. Wo ich demnächst auch einbauen darf. Was dann sehr lustig wird mit dem 10 Watt Laser. Mit Pangoline FP4. Und dann, ja. Als nächstes haben wir hier Bayernbreaker von Lagerin, 5 Euro. Schön davon erbracht, aber nicht nur das hat er neu, der hat da hinten, also in den Lichtkästen hat er jetzt endlich mal LED neue Strahler drin. Eigentlich nur in den Lichtkästen, aber das wusste ich schon seit letztes Jahr, dass er die Lichtkästen neu macht. Aber ich würde jetzt was sagen, wir hören jetzt noch eine Runde mal, dass das schön alles danach abklappern. Also der Bayernbreaker hat nur die Lichtkästen neu. Die anderen Zahlen kommen später demnächst ran am Geschäft. Jetzt sind wir eher so in dem beruhigten Bereich, ne? Wie so kandierte Früchte von Rick. Immer wieder lecker, dann Schießbude und ja, Goldbacher Ringwerfen gibt es ja auch noch. Auch kaum wegzudenken. Und dann haben wir hier wieder den Avenger. Der kostet einmal vorn 6 Euro. Und stopp, da mache ich dann einen Off-Ride. Das ist der Schreiter, ja schön. 2 Flammenwerfer, 4 Moving Heads und Sebo. Sonstig nichts, was neu oder abgeändert wurde. So auf Anhieb. Bin mal gespannt. Schönes Ding. Schön mit Flammenwerfer. Das sind die Explo 230 Volt Flammenwerfer, wo man halt nur per Dimmerpack oder Stromsignal durchjagt. Nicht die 12 Volt. Gut, ah, genau. Eieiei, was ist denn vorbeigerannt hier? Spannberger Musik Express 3000, das steht ja auch noch hier. Hier kostet eine Fahrt 4 Euro. Mal gucken, ob hier noch was abgeht. Aber irgendwie fehlt leider das Publikum. Was ich auch ungern filme, leider. Also ich filme ungern, wenn leere Fahrgeschäfte sind oder ja. Wenn es mehr los wäre, dann würde ich es auf jeden Fall filmen. Vielleicht gehe ich ja nächstes Wochenende wieder hierher und hoffe mal, dass das Wetter auch mitspielt. Dann würde ich auch hier mehr filmen oder auch nachträglich die On-Ride- und Off-Ride-Videos nachholen. Aber leere Fahrgeschäfte filmen, ein Unding. Gut, dann
jetzt sind wir wieder vorne an der Ecke angekommen und dann haben wir hier gleich mal von Thalkofer Crazy Outback, ein Laufgeschäft für groß und klein. Finde ich aber schön. Also es gibt ja zwei Outbacks und das ist ja das andere von Thalkofer. Sind doch eigentlich schön, recht schön gemacht. Ansicht, ein sehr schönes Laufgeschäft. Hier kostet 4,50 €, einmal durchrennen. Ich würde mal sagen, bei Laufgeschäften durchrennen. Ja, einmal durchlaufen und bespaßen. Weil durchrennen hört sich ja an. Ja, schnell durch, zack, Hauptsache hinter sich. Nee. Laufgeschäfte sind ja eigentlich wunderbar zum Durchlaufen und Spaß haben. Vor allem in Gruppen, dass man immer was zum Lachen hat. Sind wir wieder am anderen Ende von der Ecke. Na, da haben wir ja halt der königliche Wendflug von Kaplan. Hier kostet einmal fahren 4 €. Und dann haben wir hier direkt vorne das vom Göbel des Kolossus. Leider geht da vorne die LED-Front nicht. Ne? Wahrscheinlich ist es da so empfindlich, wie wenn es regnet oder sonst so weiter. Es hat ja geregnet, dass es deswegen so empfindlich ist an die LEDs, an die Steuerung. Auf jeden Fall kostet hier eine Fahrt für Erwachsene 6 € und für Kinder bis 11 Jahren, oh, 2 bis 11 Jahren, 4 €. Also könnt ihr euch mitnehmen, wenn ihr mal hier seid, vor allem wenn es schöneres Wetter wäre. Da ist es halt ungewohnt, dass Kolossus mal hier steht, sonst steht ja immer ein anderes von Göbel hier. Oder halt auch mal Küchenmeister. Aber so ist es halt. Da steht immer mal das Kolossus hier. Dann habe ich hier noch einen Altbekannten, der mit dem Wolf tanzt aus Miltenberg. Eigentlich steht er auch immer hier, wenn Brezelfest ist. Aber in Miltenberg hat er immer einen wunderbaren Platz. Da ist er genau unter der Brücke. Da ist er vor Wind und Wetter und Regen geschützt. Da hat er immer einen Vorteil. Wenn es dann in Miltenberg regnet, rennen die Leute da unter die Brücke und dann, ja. Yeah. Als nächstes haben wir hier, ich habe wieder fast vorbei gerade, der Bügler, Gold Rusher, Kinderachterbahn, 4 €, meine Bord. Ja, er hat ja vor einigen Jahren ja hier Premiere gefeiert. Und der steht immer wieder hier in Speyer. Ansonsten haben wir dann gleich den Platz mal durch. Schön schmeidig, flockig. Dann hier hinten gute Bekannte Uwe Müller mit Dosentreffen, also Baudi-Treffen und Luftballon. Dann haben wir hier noch den Flugsimulator 7D voilà. Von Schulz oder ZT. Ich bin schon hier im Mann hier. Hier kostet eine Fahrt 4 €. Der steht auch demnächst wieder in Mannheim. Apropos, da muss ich mal genauer sagen. Jo. Bisschen mit Herrn Schulz geredet, der Flugsimulator. Interview kriege ich auf jeden Fall demnächst. Wenn die Flugsimulator umgebaut werden, also Intrin, neue Technik und so, und dann sagt er ja, aber ich soll es halt so lieber machen. Er will das lieber sich verstecken. Gut, und da haben wir das letzte Fahrgeschäft. Pulling von Russell. Immer im Frühjahr steht er hier. Mein allererster Polyp, wo ich Weg gefahren bin. Und ich würde mal sagen, da fahre ich jetzt schon mal. Irgendwie ist der Wurm heute drin. Mal regnet es nicht. Wollte jetzt eigentlich mitfahren beim Polyp, aber jetzt fängt es wieder an zu regnen. Die Leute bleiben auch weg von den Geschäften. Schade. Trotzdem ist hier einiges besucht. Aber wenn die Leute sich halt nicht trauen bei dem Wetter, ist halt so leider. Aber ich denke mal, dass ich eh die nächsten paar Tage wieder herkomme. Speyer geht ja 2 Wochen lang. Dann komme ich mal her, wenn es wieder gutes Wetter ist und fahre Polyp. Dass ich da mal wieder ein On-Ride habe und ein Off-Ride. Bis Webenheim. Irgendwann das Webenheim wieder in Polyp antreffe. Das ist so ähnlich. Jo, in diesem Sinne würde ich sagen, das war's von hier aus, von hier, von Speyer. Speyer ist echt ein Besuch wert. Also, hier läuft's. Na gut, jetzt ist Hocken gerade noch drin. Bei dem Wetter. Ja, in diesem Sinne war's von mir hier aus Speyer. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
und schönen Mittag, je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Und bis demnächst. Ciao, ciao. Thank you.